Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ihr seht, wir haben schon wieder einen Huina-Bagger hier. Ist eine Version 4. Ich habe ja schon ein paar auf dem Tisch gehabt. Nichts Außergewöhnliches. Ausschlaggebend auf jeden Fall. Wesentlich bessere Verarbeitung. Er hat die Magnetentschalter drin, größere Schaufel und so weiter. Bei allen anderen ist mir aber eins nicht aufgefallen. Der hier hat wahnsinnig viel Spiel im Oberwagen. Mal gucken, woran es liegt. Vielleicht ist eine Schraube bloß nicht fest angezogen. Die anderen hatten das nicht so extrem. Zumindest habe ich das nicht in Erinnerung. Also wüsste ich jetzt nicht. Dachte, die waren eigentlich alle relativ stramm. Warum zeige ich euch den? Ihr kennt den Huina V4 natürlich mittlerweile alle. Ist schon länger draußen. Der wird umgebaut. Und ich habe mir gedacht, das machen wir wieder gemeinsam. Denn es gibt eine Besonderheit hier bei dem Umbau. Also wie gesagt, Version 4. Ganz normal. Out of the box, so wie er kommt. Dann werden wir einbauen 7-mal die Modellbauregler, sprich Kette links, Kette rechts, Arm, Schaufel, Stiel, Drehen und der Zusatzanschluss, der hier oben. Das heißt, ich brauche hier 7 Fahrregler. Dann haben wir eine Fernbedienung, da werden wir die Radiolink AT10 nehmen. Die ist leider noch nicht da. Ich behelfe mir momentan mit einer FlySky FSI 6S. Dass wir zumindest ein bisschen was testen können. Wir brauchen BEC-Regler. Er kriegt so einen Rundumleuchter aufs Dach. Fahrerfigur bauen wir ein. Das Gelb kommt runter und ein schickes Rot kommt drauf. Ja, ansonsten werden wir ihn erstmal aufmachen. Und dann machen wir das Ganze im Endeffekt gemeinsam. Denn ich möchte noch was mit euch gemeinsam probieren. Der Rest wird relativ im Vorspulen oder so nebenbei laufen. Aber das wollte ich mit euch testen. Und zwar habe ich dieses Entlagen-Add-on mir bestellt. Und auch von modellbauregler.de. Schaut so aus. Und hier kann ich im Endeffekt, wird das Ganze zwischen meinen Empfänger und den Motor geklemmt. Ist das richtig? Nein, wird zwischen Empfänger und den Regler geklemmt. Also, so rum. Und der Hintergrund ist eigentlich der, wenn ich die normalen Modellbauregler verbaue, dann habe ich das Problem, dass die Endabschalter, die hier verbaut sind, auch in den vorhergehenden Versionen, nicht übernommen werden können. Denn einfach, die haben die Pins immer so weit abgeschnitten und das Umlöten, also Katastrophe. Und es hat auch, wenn man sie dann umgefrickelt hat, nicht richtig funktioniert. Also wirklich nicht richtig funktioniert. Und ihr wisst, meine Endabschalter funktionieren im Endeffekt so, dass ich einen Taster habe. Es ist eine Diode drauf gelötet, die dann den Strom in diese Richtung blockiert und nur noch in die andere Richtung zulässt. So funktioniert der ganze Trick. Und hier ist es so, hier habe ich ein digitales Signal. Jeder, der sich mal mit ein bisschen Programmierung oder Mikrocontrolling beschäftigt hat, ist es im Endeffekt so, dieser Endabschalter schaltet nicht Plus und Minus einfach durch oder kappt die Verbindung oder ähnliches. Der hat in dem Sinn, in dieser Schleife gar keine Bewandtnis oder gar keine Funktion, sondern er ist auf der Platine aufgesteckt und gibt der Platine ein Signal und sagt, Achtung, Stopp! Und in dem Moment macht das die Elektronik und gibt kein Signal mehr, sondern nur noch in die andere Richtung. Das ist aber im Endeffekt ein Computerprogramm, das auf der Platine abläuft und hat, wie gesagt, keine mechanische Trennfunktion des Fahrbereichs. Also so wie bei mir ist ja im Endeffekt ein mechanisches Entkoppeln. Das heißt, die klemmen wirklich direkt zwischen Plus und Minus drin und trennen hier die Verbindung sozusagen. Hier ist es so, dass nur ein Signal ausgegeben wird und der Platine gesagt wird, du darfst nicht weiterfahren. So, das ist eigentlich so das Hauptproblem. Das heißt, ich kann mit diesem Signal, das jetzt hier von den Endabschaltern kommt, bei meinen Fahrrädern bisher gar nichts anfangen. Jetzt kommt eben dieses Endlagen-Add-on und dieses Endlagen-Add-on funktioniert genau so. Das heißt, das stecke ich hier zwischen rein. Wie gesagt, das hier Empfänger. Hier wird dann im Endeffekt der Fahrregler angesteckt. Und hier kann ich einstecken, Minus plus die zwei Endlagen. Und dann ist es so, dann kann ich einen ganz normalen Taster nehmen. Und der gibt eigentlich nur ein Signal. Das heißt, wenn ich auf die Taste drücke,
komme ich hier, kommt hier ein Signal an und der sagt, stopp, in die Richtung geht es nicht weiter. Ja? Das heißt, hier habe ich dieses Bauteil im Endeffekt mit dabei und das wollen wir probieren, ob wir nicht diese End-Up-Schalter hier einfach drin lassen können. Denn das wäre jetzt richtig toll, würde nochmal ein Highlight geben, denn bisher bei den Umbauten ist es so, dass ich vorne einfach die End-Up-Schalter rausgebaut habe und in die Rutschkupplung fahre, nötigenfalls. Unten fahre ich nicht in die Rutschkupplung, sondern da baue ich einfach zwei End-Up-Schalter oben und unten nochmal mit dazu. Mit diesem Modul hier könnten dann im Endeffekt das Ganze umgehen. Kostenpunkt ist nochmal, glaube ich, 20, 25 Euro oder irgendwo so in dem Dreh. Ich verlinke es auf jeden Fall unten pro Endabschalter. Das heißt, wir bräuchten jetzt drei Stück. Wäre es mir aber tatsächlich wert, wenn die Funktion dementsprechend auch erhalten bleibt. Ja? Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz auf, damit wir soweit an die Elektronik kommen. Und nachdem er sowieso umgebaut wird, wird alles rausgeschmissen, gleich in diesem Zuge, außer die Motoren. Und wie gesagt, die Endabschalter, die lassen wir jetzt mal drin, denn die wollen wir ja probieren, ob wir die hier schalten können. Ja? Ich drehe euch wieder um, dann könnt ihr mir über die Schulter schauen und dann legen wir auch schon los. Thank you.
Also, soweit mal alles zerlegt. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen rumgeräumt in der Zwischenzeit. Einmal habe ich das Zeug für die Lackierung schon mal ein bisschen zur Seite gelegt. Und zum anderen ist hier noch der ganze Kabelkrusch von den Endabschaltern. Und ich habe das schon mal durchgemessen. Und zwar ist es im Endeffekt so, das ist jetzt einer von diesen Endabschaltern, die hier vorne drin sind. Ich zeige euch das mal, das ist jetzt der vom Stiel. Heißt, wir haben hier unten einen und oben einen, so eine kleine Platine. Und auf dieser Platine, da laufen drei Kabel drauf. Und das müsste ein Hallgeber sein, denn er reagiert jetzt nicht auf das Metall, das direkt ja hier am Arm ist, sondern er reagiert wirklich nur auf den Magneten. Und die Magneten sind hier drin. Das heißt, hier unten sind die Magneten drin und auf die reagiert er dementsprechend, beziehungsweise reagieren die zwei. Das heißt, wenn ich den hier knicke, dann kommt hier unten der Magnet und der Magnet kommt hier auf dieses Bauteil. Ich habe es mal unter dem Mikroskop angeschaut. Im Endeffekt ist auf der Platine nicht viel drauf, sind ein paar Widerstände drauf und eben dieser eine Baustein. Es müsste ein Hallsensor sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch mal gesucht. Es steht 6203 steht auf dem Bauteil. Müsste wie gesagt ein Hallgeber oder Hallsensor sein. Ich habe allerdings zu dem Bauteil selber nichts gefunden. Was ich allerdings gefunden habe, beziehungsweise natürlich festgestellt habe, durch das, dass ich es durchgemossen habe, ihr seht hier noch den ganzen Kabelsalat dran, ist, dass er immer offen ist. Und er schließt, wenn der Magnet da hinkommt. Bedeutet, wir haben hier drei Kabel, die hinkommen. Und ich habe das unten mal ein bisschen freigekratzt. Wir haben hier Ground, also Minus, VCC, also Plus. Und wir haben Out, das ist das Signal, das er dann im Endeffekt verarbeitet. Und normalerweise, was heißt normalerweise, es gibt ja solche und solche, aber für rein Verständnis von jemandem wie mir, der keine Ahnung von Elektrik hat, würde ich sagen, ich habe hier ein Plus, das liegt hier an, ich habe ein Minus und wenn der Magnet kommt, dann macht er hier zu und legt mir hier ein Signal auf diese Steuerleitung, beziehungsweise schließt einfach diesen Kreislauf. Das macht er hier nicht. Der hier funktioniert genau andersrum. Fragt mich jetzt nicht, ist das PNP oder NPN? Gibt es bei den anderen ja auch. Meine Fräse hat ja auch so Näherungssensoren. Schätze ich, da wird es hier genauso sein. Hier ist es so, permanent läuft hier Strom durch. Also das heißt, er schickt hier wirklich den Strom hinein. Ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viel die Platine selber hier anlegt. Aber ich habe jetzt einfach mal 6 Volt angelegt. Das heißt, ich habe hier Minus, lege hier 6 Volt an und habe auf dem Output, wenn ich jetzt keinen Kontakt hier über den Magneten gebe, habe ich auch 6 Volt immer hier aufliegen. Das heißt, der Schalter ist immer offen. Sobald ich mit dem Magneten hier in die Nähe komme, schließt der. Dann fällt die Spannung hier auf 0 ab. Ja, soweit so gut. Funktionsweise habe ich jetzt erstmal kapiert von diesem Teil. Das Problem ist, dass dieses Endlagen-Add-on funktioniert technisch gesehen auch so, nur genau andersrum. Heißt, wir haben hier einen Anschluss für Minus und ich sage jetzt mal diese zwei Endlagen, ich mache jetzt mal einen weg, hier ist Plus. Und jetzt ist es so, der hier schickt Strom raus an den Schalter, an den Stecker, wie auch immer, den er abfragt, oder Taster, schickt er Strom raus. Und jetzt ist aber so, dass der hier erst erkennt, wenn der Taster gedrückt wird, schließt sich der Kreis, hier kommt plötzlich Spannung an und er weiß, ah okay, der Taster wurde gedrückt. Das heißt, der funktioniert genau andersrum. Wenn ich den jetzt hier anschließe, ist es so, dass der dauernd denkt, der Taster wurde ausgelöst, denn es liegt immer die Spannung ja auf Output an. Wie ich das Ganze jetzt umgehen kann, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin kein Elektriker und auch kein Elektroniker und ich habe auch sonst eigentlich nichts mit Elektronik zu tun. Deswegen, ich reime mir das auch nur so zusammen, wie ich das lese. Deswegen,
Also, die hier, wie gesagt, sie sind sehr interessant und ich würde sie echt gerne drin lassen. Ich würde auch gerne dieses Endlagen-Add-on verwenden. Wenn ich es jetzt aber, wie gesagt, so zusammenstecke, wird es nicht gehen. Ich habe Micha mal geschrieben von modellbauregler.de, ob er eine Idee hat, beziehungsweise ob er weiß, wie man das hier lösen könnte oder ob das überhaupt funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert. Da hat er einfach dann doch tausendmal mehr Ahnung wie ich. Gott sei Dank. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Und da warte ich jetzt einfach mal ab. Ja? Bis dahin widme ich den ganzen Reglern. Wir müssen 7 Regler zusammenlöten und die UBEC-Regler mit dazu bauen. Dann habe ich das ganze Lackieren vor mir. Die Kabel, wie gesagt, das lasse ich jetzt erstmal so außen vor. Ich werde die hier nur rausbauen, damit, oder beziehungsweise fest reinkleben, damit ich kein Problem habe jetzt bei der Lackierung. Aber ansonsten werde ich das mit den Endabschaltern. Ich lege es noch nicht ad acta. Ich möchte sie nach wie vor weiter eigentlich benutzen. Deswegen lasse ich die jetzt auch hier drin. Den kann man eigentlich abziehen. Ja, der steckt wieder so fest, dass alles zu spät ist. So. Also, die werden erstmal so drin bleiben und dann werde ich jetzt mal lackieren. Wie gesagt, ich werde die ganzen Fahrregler noch schon mal zusammenlöten und sobald ich hier eine Lösung habe, gebe ich sie natürlich an euch weiter. Thank you.